Sei ganz herzlich willkommen zum Juli-Video von Seelenblühen. Ja, in diesem Monat geht es um Elfenblüten. Und was haben Elfenblüten mit dir zu tun? Ja, was können sie dir vermitteln? Wobei können sie dir helfen? Was sind überhaupt Elfenblüten? Vielleicht spürst du für dich einfach mal hinein. Eine Elfenblüte ist für mich aus meiner Wahrnehmung eine kraftvolle Blüte, die dennoch auch was ganz Zartes, Sanftes besitzt. Und ähnlich fühlen viele, ja feinfühlige, hochsensible, gerade Frauen sich selbst vielleicht auch, wenn sie beginnen, sich zu entfalten, ihre Seele zum Blühen zu bringen. Du hast auch etwas ganz Kraftvolles in dir und auch vielleicht auch diese zarte, verletzliche Seite. Und die Blüten, die für mich sehr damit verbunden sind, wie das Mädesüß, die Malve, Glockenblume. Ja, es gibt noch viele andere, die gerade jetzt auch im Juli auf den Wiesen zu finden sind. Sie können uns dabei unterstützen, uns mit dieser Energie in uns auch anzufreunden, in Balance zu kommen, einerseits die Kraft in uns zu spüren, sie auch anzunehmen und andererseits auch das Feinfühlige, das Zarte, das Hochsensible. Ja, und ich kenne das, vielleicht du auch, dass ich mich in dieser Welt auch schon oft anders gefühlt habe. Vielleicht ein wenig wie eine Elfe oder eine Fee, die noch nicht ganz weiß, wo sie hier im Weltlichen ihren Platz hat, die sich manchmal zu sehr, ja, empfindsam fühlt, zu sehr fein beseitet, um immer Anteil zu haben an dem, ja, was vielleicht so ansteht im Alltäglichen. Für mich war und ist das immer wieder ein Weg, mit meiner Hochsensibilität, mit meiner zarten Seite mich einzufinden und zu spüren, was tut mir gut, was darf ich mir auch erlauben und wo darf ich mit meiner Einzigartigkeit und gerade auch mit diesem Feinfühligen mich einbringen in dieser Welt. Ja, und dabei möchten uns die Elfenblüten, ihre Pflanzendevas helfen. Und so lade ich dich ein, diesen Monat dich tiefer damit zu verbinden, mit dir, mit deinem Sein. Ja, mit dem Gefühl, vielleicht auch manchmal anders zu sein, eine andersweltliche, wie eine Fee, eine Elfe. Und du bist dies wahrscheinlich auch. Vielleicht hast auch du diesen Anteil in dir, der nicht ganz von dieser Welt ist. Und dies ist ganz wunderbar. Und jetzt sind wir in einer Zeit, in der dieser Bau in die Welt kommen darf, in dem dies gelebt werden darf im Alltag. Und wir müssen uns hier nicht mehr anpassen oder etwas versuchen zu verändern, anders zu sein. Es darf jetzt aus uns heraus, es darf jetzt blühen, wie die Blüten so wunderschön jetzt im Juli. Ja, ich lade dich dazu ein, wenn du möchtest, begleite ich dich gerne ganz individuell auf deinem Weg, bei deinem Seelenblühen, auch mit deiner Andersartigkeit, deiner Feinfühligkeit, deiner Hochsensibilität. Ja, und vielleicht möchtest du auch beim Webinar in diesem Monat vorbeischauen. Ich freue mich auf dich.
Die Elfen, sie laden dich auch ein, gemeinsam mit den Pflanzengeistern, dir zu erlauben, zu spüren, welche Träume du in dir trägst. Was sind deine Herzenswünsche? Wovon träumst du? Wonach sehnst du dich? Und bist du bereit, es jetzt in dein Leben zu bringen? Es auch in dein, ja, Leben, deinen Alltag zu integrieren? Oder hast du das Gefühl, dass dies nicht möglich ist, dass deine Träume noch zu fern sind? Ja, dass sie nicht realistisch genug sind oder dir irgendetwas fehlt, um es hier in dein Leben zu bringen? Was ist es, wonach du dich sehnst? Welche Träume möchtest du jetzt manifestieren? Erlaubst du dir überhaupt zu träumen, dein Leben, das, was du gerne auch erfahren möchtest? Und wenn ja, was ist es und wie kannst du es jetzt in deinen Alltag, in dein Leben bringen, es zum Blühen bringen? Auch hierbei möchten dir die Elfen, die Pflanzengeister zur Seite stehen. Ja, von ganzem Herzen ein wunderbares Erblühen mit deinem so einzigartigen Sein. Alles Liebe, Christine.